Nee, Graffiti habe ich nicht gefunden. Das war jetzt ein Witz wegen Gravieren, weißt du, das sollte jetzt irgendwie lustig kommen. Ah, ja, ist auch nur sie, ich hab's noch nicht, hab's zu spät verstanden. Wie gesagt, Wolke ist gekauft, der ist nicht der Beste, aber er ist billig. Oh ja. Wie bei der Let's Plays, nicht die Besten, aber billig. Nicht die Besten und billig trifft so besser. Wie war das mit dem Unterschied zwischen umsonst und kostenlos? Deine Let's Plays anzuschauen ist umsonst. Ne, deine Let's Plays anzuschauen ist kostenlos. Aber sich das Zeug dann reinzuziehen wirklich ist umsonst. Oder irgend sowas. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Okay, wir haben hier... Alter, Ben. Wie geil hier bitte die Fische aussehen. Wir haben hier eine Köder 2 Angel, wir haben eine Köder 2 und Haltbarkeit 2 und viele andere lustige Dinge. Und die nutze ich jetzt mal. Ja, mal schauen, was wir finden. Ah, tun wir die Nacht noch schön hier ausklingen lassen mit ein bisschen Fischi-Fischi. Und ich hoffe, dass wir eventuell einen verzauberten Bogen finden. Das fände ich sehr geil. Oder wir finden eine neue verzauberte Angel. Das war ein Fisch. Das ist jetzt so. Hast du denn noch Themen, über die man reden könnte, lieber Wolke? Hast du da irgendwie noch sowas im Blickfeld so? Oh, ich hab. Es gibt viele Themen, über die man reden könnte. Ich weiß nicht, ob das alles so jugendfrei ist. Weißt du, was das Lustige ist? Du hast gerade gesagt, ob es jugendfrei ist. In dem Moment habe ich mir gedacht, bitte rede jetzt nicht darüber, dass du keine Hose an hast oder irgend sowas. Ich sehe, mir verstehe ich. Gut, ja. Wir könnten über Justin Bieber reden. Das ist, ich glaube, dass die Idee mit der Hose, mit der keine Hose ist, ist interessanter und jugendfreier. Ja, ich weiß ja nicht, wie das kommt, wenn man jetzt in einem Minecraft-Let's Play über andere Spiele redet. Da ja, so ich mach's selber öfters, aber ich versuch's meistens eigentlich sogar zu vermeiden. Aber ich erwische mich selber meistens dabei. Wir haben ja vorhin noch über The Forest geredet. Wallax. Ja, ich weiß nicht, was kann man so viel erzählen? Könntest du mal drüber erzählen, wie es hier so in Österreich geht? Du bist ja, wie lange bist du jetzt schon unten? Ich weiß gerade gar nicht. Ich bin jetzt fast 3 Monate in Österreich und... Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteil ist hier wirklich, dass ich halt eine Arbeit gefunden habe, die wirklich entspannend ist. Nachteil ist, dass hier... Naja, ich wohne in der Pampa. Ich wo habe ein Zimmer, gut, ein Zimmer stört mich nicht. Ich fände es cool, wenn ich später auch mal nur so eine Einzimmerwohnung habe. So ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad, das würde mir reichen, einfach als Wohnung. So was ganz Kleines, was du einfach sauber machen kannst, weißt du? Eine Einzimmerwohnung. Ja. Eine Einzimmer ist ja, glaube ich, nur Stube dann, gell? Ja, ist ja eine Stube dann. Ja klar, schläfst in der Stube. Ja, ne, du hast... Wo, da kommt der nächste Fisch? Ich weiß halt gar nicht genau, wie das aufgeteilt ist. Was ich auch seltsam finde beim Fischen, das habe ich glaube ich letzte Folge schon mal erwähnt. Da kommt diese Fischanimation, wie der Fisch anschwimmt und dann hast du eine Angel, hast du einen Bogen geangelt oder so. Jetzt erklär mir mal einer, wie der Bogen anschwimmt. So zielstrebig unter Wasser, auf der eine Angel zuschwimmt. Und dann hast du einen Bogen. Das ist irgendwie strange. Ja, das ist doch ganz logisch. Der kriegt halt eine Flosse und dann schwimmt er halt los. Ja, genau. Und Kokosnüsse wachsen auch auf dem Mond. Ja, Mensch, hast du im Bio nicht aufgepasst oder was? Nee, deswegen sage ich es ja, deswegen... Was ist das denn? Man kann Seerosenblätter angeln? Wie geil, ich liebe angeln. Ich werde jetzt die nächsten 200 Folgen angeln. Wenn man Glück hat, kriegt man 5 Seerosenblätter raus. Geil. Leider macht meine Angel, dass ich... Was habe ich jetzt geangelt? Hä? Was war das denn jetzt gerade? Was habe ich gerade... War das ein Fischstrohrkabel? Sah wie anders aus. Ja, naja, auf jeden Fall. Das Problem ist, das größte Problem ist, glaube ich, hier das Internet. Ich habe momentan viel Freizeit, aber das Internet begrenzt mich in einigen Dingen. Ich kann zum Beispiel nicht streamen, was ich gerne machen würde. Viele Leute fragen wieder nach Streams. Bestimmt, keine Ahnung, 20 Leute oder so. Weil es hat sich ja doch eine recht große Community aufgebaut gehabt um die Streams herum. Und das kann ich halt hier nicht machen, weil es dann einfach zu schlecht ist. Ah, jetzt habe ich es verpasst, den Wisch.
Und auch das Hochladen größerer Folgen ist mir ja leider untersagt, solange ich so viele Let's Plays habe. Also ich... Scheiße. Ich habe hier, glaube ich, Volumen um täglich 20, 40, 60... Ich hätte Volumen, um täglich hier vielleicht 2 Stunden Let's Play hochzuladen. Wenn ich natürlich 5 Let's Plays habe, dann verteilt sich das auf die 5 Let's Plays, was dann im Endeffekt auf 20 bis 25 Minuten rauskommt pro Let's Play. Mhm. Dann muss ich natürlich dazu sehen, dass ich manchmal einen Aufnahmetermin, dass ich manchmal noch hochladen muss für Vlogtalk, wo dann mal so eine halbe Stunde Aufnahme auch wieder weg, hochladen auch wieder weg ist. Das ist schwer. Aber, ja. Im Großen und Ganzen. Noch einen Monat, dann bin ich ja wieder zurück in Deutschland, dann geht's ab. Dann geht's richtig ab. Stimmt, darüber könnten wir mal reden. Was sind deine Pläne, wenn du aus Österreich wieder Deutschland kommst und ja? Also ja, da habe ich recht viele Pläne. Ich wollte zocken. Nein, also geplant ist auf jeden Fall, muss ich erstmal gucken, geplant ist, dass ich mir erstmal einen Monat lang frei nehme. Problem an der Sache ist, dass ich mich da wahrscheinlich selbst versichern müsste, das habe ich noch nie vorher gemacht, da muss ich mal schauen, wie das funktioniert dann, weil ich ja in der Zeit dann auch nach England reisen möchte, mal 1-2 Wochen, oh, vielleicht kommt der Wolke da mit, vielleicht kommen da auch lustige Videos zustande. Das genau, heißt, könnte man ja mal schauen, wie das sich so entwickelt. Da muss ich mich natürlich selbst versichern, weil unversichert darfst du das gar nicht machen, glaube ich, in andere Länder reisen. Da geben sie dir eins direkt in die Fresse und schicken dich zurück oder so, habe ich das verstanden? So, ich sag mal, so unversichert würde ich sowieso nicht in irgendein anderes Land reisen oder generell reisen. Ja, im Endeffekt stört dich das auch nicht, du musst es halt selber bezahlen, wenn dir was passiert. Ne? Das könnte halt dich bankrott machen, aber ansonsten ist es nicht schlimm. Ja, das gut, wer das kann, wer das machen möchte, ne? Der ja, und dann ist halt... Spaß dabei. Da ist halt geplant, dass ich meinen Führerschein zu Ende mache. Viele haben es sicherlich verfolgt. Im Let's Play habe ich ja öfters darüber geredet, dass ich meinen Führerschein halt gemacht hatte oder versucht habe zu machen und dann nicht fertig bekommen habe, bevor ich noch... Ich habe versucht, meinen Führerschein zu machen. Ja, nicht auf... Wie mir das gewünscht habe. Nicht auf den Sinne, dass ich es verkackt habe, sondern einfach auf den Sinne, dass die Zeit nicht gereicht hat, bis ich nach Österreich bin. Also hier nicht irgendwie, ne? Also hier, ich möchte ihr weißt schon was sehen. Ja. Und ja. Dann ist an sich eigentlich Party machen, Let's Plays, Streaming ausbessern, also meinen Streamkanal verbessern. Oh, Kugelfisch. Sieht aus wie ein Pokémon. Los, Pikachu-Fisch. Schwimmen. Weißt du, was geil wäre? Wenn du ein Aquarium bei Minecraft machen könntest, die Fische da reinsetzen könntest und dann eventuell auch wieder freilassen könntest. Oh, dann hätte ich schon wieder eine übelste Idee. Aber weiß nicht, also ich hab... Mir mangelt es bei Minecraft eigentlich nicht an Ideen, aber... Die Umsetzung ist halt eben immer so ein Punkt, ne? So ein Fischpark, so. Ja, kein Fischpark, sondern da könntest du praktisch in deine Bude... ...kompletten, Aquariumboden praktisch reinmachen, weißt du? Das ist sicher auch nicht schlecht, wenn du da reinkommst. Aber da würde ich, glaube ich, so ein Aquarium, was einmal den Raum in der Mitte durchquert, besser finden. Also du hast da so einen riesen Raum, weißt du? Und dann so ein Aquarium, was einmal komplett von Boden zur Decke reicht, in der Mitte des Raums, durch das du durchlaufen kannst. Ja, vielleicht noch mit so einem Glastunnel noch so, dass du das in dem Aquarium rumlaufen kannst, so ohne da Schaden zu nehmen, weißt du? Das ist ja echt geil. Wenn du da vielleicht noch Haie oder so reinpackst, weißt du? Boah, das würde ich ja so feiern, wenn Haie dazukommen würden und Delfine und sowas. Ich meine, es gibt Kugelfische, es gibt Kabeljaue, es gibt Lachse, es gibt Nemos mittlerweile schon. Ja, die Glaubenfische, ich weiß, aber ich nenne die Nemos. Und wenn da noch Haie dazukommen würden, das wäre geil. Seepferdchen vielleicht noch. Seepferdchen? Weißt du, das bin halt ich. Ich habe dann zwar solche Ideen, aber wenn ich jetzt an die Umsetzung rangehe, dann... Ja, aber einen Glasboden reinzimmern, das dauert jetzt 5 Minuten, bis du es geschafft hast. Ja, nein, aber so generell. Die ganzen Fische erstmal fangen und alles wird mir schon wieder irgendwie... Wird schon wieder so schnell die Lust verlieren. Ich finde das eigentlich schade, weil... Mir geht's halt bei vielen Spielen so. Dass ich die eigentlich ganz cool finde und alles. Ja. Ich aber aus... Weiß nicht. verschiedensten Gründen übel schnell den Spaß daran verliere. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Ist sie runtergefallen?
Wo ist sie hin? Ich habe gerade eine neue Angel geangelt. Wo ist sie hin? Ich hätte keinen Inventarplatz mehr frei. Wo ist sie hin? Angel? Angel? Lol, die hat's ins Wohnzimmer geschleudert, die Angel. Was habe ich gefunden? Haltbarkeit. What? Alter, ist die besser als meine? Die hat Köder 3! Ich habe mit einer Angel. Die hat alles auf 3. Glück des Meeres. Alter. Ich habe mit einer normalen Angel eine verzauberte Angel gefangen. Dann habe ich noch eine verzauberte Angel gefangen, habe die beiden Angeln zusammengepackt und habe jetzt mit den beiden, mit dieser super Angel eine noch bessere Angel gefangen. Die beste Angel, die es gibt. Okay. Wie krass. Das will ich jetzt, also da will ich jetzt wissen, was da passiert. Läuft doch mit dir. Also jetzt bin ich gespannt, wie die funktioniert. Haltbarkeit 3, Köder 3. Also das heißt auf Deutsch, wir kriegen jetzt mega schnell Fische an die Angel, haben eine extrem hohe Chance, dass da auch was anderes an der Angel ist. Schuhe. Irgendwelche Flaschen. Kisten voller Diamanten. Wirklich, dass sowas in deiner Angel hängt? Weiß nicht. Vielleicht. Maybe. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was? A little bit gay. So, dann muss ich mal ganz kurz hier alles zur Seite räumen, weil da müssen wir auf jeden Fall, also da will ich jetzt noch mal ein bisschen rumtesten hier mit der Angel, was da einfach rauskommt. Ja, bin ich ja gespannt, ey, was mit der Angel jetzt rauskommt. Bestimmt deine Schafsbabys, so war das nicht gemeint. Lalalalalala. Ey, jetzt bin ich echt mega gespannt, was die Angel drauf hat und was wir da jetzt also rausziehen. Also am coolsten fände ich es ja, wenn wir da jetzt noch, Doch, vielleicht das erste, was du rausholst, ist ja ein blöder Schuh oder was weiß ich. Ja, so ein Stick einfach nur so. So ein simpler Holzstick. Ne, du kannst ja, glaube ich... Das könntest du mal... Würdest du das mal kurz googeln, was man so alles... Ich habe schon wieder ein Seerosenblatt rausgezogen. Würdest du das mal kurz googeln, was man mit einer verzauberten Angel alles rausfinden kann? Ich bin gerade hier in der Runde LOL, deswegen... Ach so. Frag mal die Leute bei LOL. Ja. Ey, do you know what you can catch with a Luck Free? Was heißt eine Angel? Fischrod, genau, mit der Luck Free Fischrod. Und dann so, yeah, you can... Boah, ist das für eine Mucke. Juhu, Fisch. Ich fische mittlerweile sehr gern bei Minecraft. Ich weiß nicht, wird das mega entspannt, einfach so zwischendrin. Und wie geil das hier bitte wird. Alter, wir haben hier einen Leuchtturm, wir haben hier einen Steg. Der Steg wird sowieso noch ausgebaut. Da werde ich mich noch mal drum kümmern, weil der sieht momentan noch ein bisschen... Naja. Kann man was machen dran. Wir werden hier bald ein Unterwasser... Wir wollen ja auch noch diese Unterwasserwelt hier bauen. Da hinten können wir dann auch noch was hinbauen. Alter, das wird hier voll das Paradies für den Strand einfach nur. Und dabei haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja gesagt, wir sind ja jetzt schon 200 Folgen in der Region hier. Und ich muss sagen, ich freue mich auch schon auf die neue, auf die alte Region dann wieder. Wo wir ja dann noch das Projekt der Stadtmauer haben. Das wird auf jeden Fall, das wird gigantisch. Die Stadtmauer zu bauen, das wird hart. Hart. Das wird hart. Das wird hart wie Platte, Jacke wie Hose. Schuh wie Socke. Fisch wie Frosch. Es wird difficult easy. Difficult easy. Ein Kugelfisch. Alter, ausgeworfen und ein Lachs. Und ausgeworfen und... Jetzt fahr ich an, du bist eine Glück 3 Angel. Du musst, das muss schneller gehen. Ah ne, Köder 3 ist es ja. Glück 3 hat ja was mit Meereszeug zu tun. Kugelfisch. Cool. Wir haben auch kein Nemo gefunden, gell? Aus den Nemos kann man sich ja unter Wasser drin gebasteln. Die haben wir noch nicht gefunden, diese scheinen echt selten zu sein. Da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, sich selber zu angeln, höher.